Hallo ihr Lieben, hier ist eine neue Karte, heute nur eine, für den 26.01.2012. Dafür aber eine ganz besonders schöne Karte, wie ich meine. Aus dem Tierorakel von der Jeanne Ruland und dem Murat Karacay kam für die heutige Tagesenergie die Antilope bzw. die Gazelle mit der Anmut. Ich lese euch mal vor, was im Buch dazu steht. Die Antilope springt in dein Leben, um dich an die Erneuerung der geistigen Energie zu erinnern. Lass die neuen geistigen Impulse und das Licht in dein Leben strömen. Öffne dein Herz und wage in deinem Leben große Sprünge. Alles ist gut. Ein Kreis schließt sich, ein neuer Zyklus beginnt. Mach dich bereit für neue Ideen. Der Begriff Antilope ist eine Sammelbezeichnung für eine bestimmte Art von Hornträgern. Antilopen haben eine schlanke, geschmeidige Gestalt und sind so flink, dass sie Raubtiere und Jäger kaum in der Lage sind, sie zu stellen. Einige Arten haben spiralförmige, quergestreifte und gemusterte Hörner. Meistens leben Antilopen in trockenen Gebieten, zum Beispiel in den Wüsten, Halbwüsten, Steppen und Savannen. Sie sind ein Sinnbild der Anmut, Stärke, Schönheit, gekoppelt mit gefährlicher Wildheit. In der Mythologie gilt die Antilope als Tier der Mondgöttin, doch sie ist auch verschiedenen anderen Gottheiten geweiht. Anuket, die Herrin des oberen Nils beispielsweise, wähnte man in der Gestalt einer Gazelle zu erkennen. Dieses elegante Tier steht für einströmende Kräfte der Erneuerung, für Anmut, für zyklische Kreisläufe, für das Wasser des Lebens sowie für rettende Wege in die Freiheit. Springt die Antilope in dein Leben, so bringt sie dir Kunde von den immer wiederkehrenden sichtbaren und unsichtbaren Zyklen des Lebens. Im Wandel kannst du deine Erfahrungen immer wieder in einem neuen Licht betrachten. Ein Zyklus neigt sich seinem Ende zu, etwas Neues beginnt. Öffne dich für die neuen Strömungen und Impulse, die das Leben dir jetzt bringt. Folge deiner Intuition und öffne dich der geistigen Führung. Folge der Sehnsucht in deinem Herzen. Niemand kann dich aufhalten auf deinem Weg ins Glück. Jetzt ist die Zeit, große Sprünge zu machen. Neue Dinge können sich schnell, anmutig und leicht entwickeln. Es ist ein guter Augenblick für einen Neubeginn. Die Affirmation: Ich öffne mich den neuen Strömungen und lasse zu, dass das Licht des neuen Morgens mich frei macht. Ich begrüße den neuen Tag aus vollem Herzen. So, ihr Lieben, wenn ich mich da einfühle in die Karte, was da von oben ganz besonders kommt, ist ein sich befreien aus alten Dingen. Es ist jetzt wirklich angezeigt, einem Neubeginn sehr positiv und offenen Herzens entgegenzugehen oder reinzulassen sozusagen ins eigene Leben. Wir hatten ja jetzt den Neumond am Montag, Nacht von Montag auf Dienstag. Der Neumond ist immer so eine Phase des Neubeginns. Und wir haben jetzt die Tage drauf. Also es ist jetzt wirklich so, der ein oder andere von euch wird es wahrscheinlich schon merken, es sind viele neue Dinge in der Pipeline. Es gibt neue Möglichkeiten, neue Angebote. Ihr habt neue Ideen, ihr habt neue Energie. Beim einen oder anderen flammt vielleicht auch die eine oder andere neue Leidenschaft wieder auf, bezüglich irgendwelcher Hobbys, irgendwelcher beruflichen Wünsche, oder auch irgendwelcher Menschen. es kann definitiv jetzt ganz besonders gut, sagt Antilope, Gazelle, Neues ins Leben reingelassen werden. Also das Alte ist jetzt mit der letzten Mondphase so ziemlich abgeschlossen worden. Der alte Kreislauf, ein alter Lebenszyklus beispielsweise in Form von Beruf, Beziehung, anderen Dingen, die einfach wirklich jetzt abgeschlossen wurden, hat sie jetzt einfach stattgefunden und jetzt ist es einfach an der Zeit, drüber nachzudenken, was will ich denn jetzt und was kommt denn jetzt Neues. Und da kommt jetzt der ganz, ganz, ganz dicke Aufruf an euch alle. Bitte hört ganz besonders gut auf euer Herz. Ihr werdet viele Dinge, Möglichkeiten und Gelegenheiten bekommen zu wählen. Ihr seid jetzt aber aufgerufen,
zu lernen und zu erspüren, wie sich das anfühlt, wirklich nach eurem Herzen zu wählen und nicht nach eurem Verstand oder nach anderen Menschen, die für euch irgendwas wollen oder die euch in irgendeine Richtung drängen wollen oder ist zwar total gut meinen mit euch, aber irgendwo einfach anderer Meinung sind als ihr vielleicht selbst, was ihr zukünftig tun oder lassen wollt und mit wem ihr eure Zeit verbringen wollt und mit welcher Beschäftigung ihr eure Zeit verbringen wollt. Achtet bitte ganz, 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 ganz dringend und stark darauf, was ihr wirklich, wirklich wollt. Und seid euch immer dessen bewusst, kommt jetzt, dass ihr alles sein, tun und haben könnt, was ihr wollt. Das klingt immer sofort so, dass der Kopf sagt, so ein Schmarrn. Wenn ich jetzt schon bereits 80 Jahre alt bin, dann kann ich nicht mehr 25 Jahre sein. Ja, solche Dinge sind vielleicht nicht unbedingt auch unmittelbar gemeint, sondern es geht darum, dass ihr das, was ihr euch wirklich von Herzen wünscht für euer Leben, dass ihr das definitiv auch erreichen könnt und dass ihr da sehr in euch reinhören sollt, bitte, was ihr wirklich, wirklich, wirklich wollt. Und dann gehen alle richtigen Türen für euch auf. Und ihr werdet euch sehr wundern. Sie zeigen mir jetzt auch das Wort Wunder ganz groß. Ihr werdet euch eben sehr wundern, was da alles möglich ist plötzlich und was da für unglaublich grandiose Zusammenfügungen stattfinden und was da wirklich die Lieben im Universum sich da, was da zusammengekocht wurde, als optimal Ergebnis für euch oder als optimale Möglichkeit für euch, das hättet ihr euch sicherlich in den kühnsten Träumen nicht gedacht oder erträumt. Es ist nun mal so. Und da ist es wirklich so, dass man sich jetzt einfach drauf verlassen darf. Der beste Indikator ist einfach definitiv auf sein eigenes Herz zu hören und das eigene Herz auch ganz, wie soll ich sagen, organisch mal zu erspüren, wie fühlt ihr euch, wie fühlt sich einfach das Ganze an, wenn ihr eine Option betrachtet und die nächste und dann wieder die nächste, wie fühlt sich das wirklich körperlich an, denn ihr werdet feststellen, dass euch euer Herz auch ganz, ganz, ja, symptomatisch oder ein Körpergefühl eben. Okay, ich habe mal wieder ein schwarzes Loch im Kopf. Wie auch immer, jedenfalls, es ist so, dass euer Herz sich da bemerkbar macht. Ja, es wird, die Brust, das wird weit, also im Brustkorb, es wird definitiv ein weites Gefühl sein und es wird nicht eng. Ihr seid entspannt und ihr habt ein ganz angenehmes, wohlig warmes Gefühl im Bauch und in der Brust. Und das ist wirklich drauf zu achten jetzt. Und ihr könnt auf die Art und Weise, wenn ihr euch wirklich erspürt und auf euch selbst hört, wirklich ganz grandiose Wege gehen. Sie sind da, sie helfen euch. Ein jeder, den ihr anruft und bittet, aus dem Universum, der ist da und wird euch führen, wird euch wirklich ganz klare Impulse geben und ihr werdet dann auf jeden Fall, wenn ihr nach eurem Herz geht und euren Kopf da mal wirklich lernt, mehr außen vor zu lassen, ganz deutliche Impulse haben und ihr werdet alles auf eurem Weg vorfinden, was ihr dann dazu braucht. Also sie sprechen jetzt auch von Synchronizität. Es ist so, wenn ihr eure Wünsche gemäß eurem Herzen lebt und wenn ihr wirklich das tut, gemäß eurem, was euer Herz sich wünscht, dann werden sich ganz synchron Ereignisse passieren oder geschehen, die euch einfach Türen öffnen, wo ihr merkt, wow, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und plötzlich ruft mich jemand an und da ist sofort eine Verbindung da, da habe ich jetzt sofort die Möglichkeit, irgendwie Hilfe zu bekommen und wie auch immer. Also das entwickelt sich dann alles auf wirklich sehr wundersame und grandiose Art und Weise. Und das wollen sie euch einfach wissen lassen. Ganz anmütig. Anmutig. Okay, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch jetzt mal einen wunderschönen Donnerstag. Hört auf euer Herz. Hört in euch rein. Gönnt euch die Ruhe dazu, wirklich in Ruhe hinzuhören.
Lasst euer inneres Kino mal laufen und schaut, was so ein Tagtraum für euch bereit hat oder bereithält und was euch dann ganz, ganz, ganz stark erfreut. Und das sind dann die Dinge, wo das Herz sagt, so, und da wollen wir hin und da geht es uns gut. Und dann ist jede Hilfe für euch da. Okay, ihr Lieben, also noch einen wunderschönen Donnerstag und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!